Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute sprechen wir mal darüber, wer ist denn nun wirklich besser, PaveSense oder OpenSense. Ich habe mir dazu mal so die Kernkriterien rausgeholt. Ich habe meine Erfahrungskompetenzen rausgeholt und ich werde euch sozusagen die groben Unterschiede, die man auch so im Netz nachlesen kann, einfach mal bildlich darstellen oder zeigen, beziehungsweise euch erzählen und zeigen und gleichzeitig aber auch im Video einblenden, eine Punktematrix, wer hat denn wie viele Punkte und wer wird am Ende im Endeffekt der Sieger werden oder vielleicht auch der Sieger der Herzen werden. Das werden wir sehen. Also, zunächst erstmal historisch. PaveSense gibt es seit 12 Jahren, 13 Jahren, also schon lange. Und irgendwann vor geraumer Zeit, ich weiß es nicht auswendig, ich muss ja nicht alles wissen, aber ich weiß ja, wo es steht, im Internet, hat sich sozusagen ein Fork gebildet von der PaveSense, von Netgate, namens OpenSense. Und von Netgate bzw. PaveSense sind viele Entwickler zu OpenSense gegangen. Hintergründe gibt es bestimmt. Lassen wir mal außen vor. Und die haben im Endeffekt dann OpenSense jetzt erstmal sozusagen gegründet und entwickeln dort ganz normal fleißig weiter. Dabei ist eine viel größere Community entstanden und diese Community ist auch aktiv mehr mit dabei, dort Plugins und Co. mit zu installieren. Ich werde jetzt erstmal umschalten. Jetzt habt ihr auch den Einblick, dass ich unten einmal PaveSense und einmal OpenSense hinschreibe, wo jetzt gleich dann sozusagen Punkte hinkommen. Also, fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Was ist bei OpenSense essentiell vielleicht schon mal anders als bei der PaveSense? Fangen wir an mit nichts. Also erstmal generell, die basieren ja erstmal auf dem PaveSense-Grundlagen, die sozusagen OpenSense mitgenommen hat. Merkt man an jeder Stelle, sieht man in jedem Web-GUI, sind dieselben Abfragen teilweise vielleicht ein bisschen verändert. Aber kommen wir erstmal zu den paar Feinheiten oder Unterschiede, die es eben so gibt, beziehungsweise die Features, die OpenSense mehr mitbringt. Also als allererstes eine API. Also ich kann das ganze Ding über eine API irgendwie steuern, einstellen, verwalten, ändern, herunterfahren, hochfahren, was auch immer, was man halt immer über so eine API machen kann. Die ist scheinbar recht gut dokumentiert auf der OpenSense-Seite. Und in der OpenSense brauche ich dafür wirklich nur unter System, Access, Benutzer, meinen entsprechenden Benutzer aussuchen, den editieren. Und hier habe ich den API oder hier stehen die API-Keys und der steht dann direkt hier. Drücke ich auf den Button Plus, der jetzt für euch ein bisschen versteckt, glaube ich, ist, dann erstellt er mir einfach einen neuen Key, einen neuen Secret und damit kann den lädt er noch, glaube ich, auch direkt automatisch runter und damit kann ich dann ganz normal meine API-Kommandos über diesen Benutzer auf der OpenSense absetzen. PaveSense kann es nicht. Nächster Punkt ist, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, die ganzen Plugins und Packages. OpenSense ist einfach, ja, Community-offener. Viele Entwickler sind dort hingewechselt. Gerade auch, wir sind hier auf einem deutschen YouTube-Kanal, ist auch die deutsche Community bei OpenSense viel stärker mit dabei oder wird einbezogen oder kann selbstständig irgendwelche Plugins mit reinbringen. Es geht dort wesentlich mehr als bei der PaveSense. Da ist es natürlich ein bisschen filigraner, da werden die Plugins mehr getestet, kommen erst in so einen richtigen Beta rein, hier natürlich auch bei OpenSense, aber hier ist einfach die Community ein bisschen stärker, weil einfach auch die Entwickler von PaveSense ja nach OpenSense gewechselt sind zum Fork und da einfach ein bisschen offener oder quelloffener unterwegs sind. Deswegen hier geht ganz klar der Punkt an die OpenSense. Als nächsten Punkt, den ich auch noch gefunden habe, ist ist jetzt vielleicht kein richtig triftiger für irgendeinen, aber OpenSense unterstützt im Filesystem, mal hier kurz markiert im Dashboard, nur das Filesystem UFS. Die PaveSense hingegen ist jetzt zwar hier nicht angeschrieben, aber die unterstützt auch das Dateisystem ZFS. Es kann Gründe geben, warum man ZFS mit der oder unter der PaveSense betreiben möchte. Vielleicht ist es auch irgendwo im Unternehmen der gesetzte Standard und ja, dann bietet es eben nur die PaveSense. Also, für mich geht hier der Punkt an die PaveSense. Im nächsten Punkt geht es so ein bisschen ums Monitoring. Klar, wir sehen hier im Dashboard schon das sehr, sehr filigrane Monitoring. Wir können aber auch, und ich zeige es euch mal auf der PaveSense, hier unter Status im Monitoring, können wir ein historisches Monitoring mit den, nennen wir es mal, mit den Grundwerten, in dem Fall ist es jetzt hier die Systemauslastung gewesen, aber ich kann hier mal sagen Traffic, auf dem Warninterface und dann sagen wir einfach mal Update
Und dann seht ihr hier im Endeffekt mein Graphen von meinem Warninterface, ne, reinkommend, rausgehend im Endeffekt, wie viel ist es denn, wie viel Kilobyte die Sekunde und. Und das kann ich rückwirkend mir hier anschauen. Auch unten nochmal tabellarisch. So gibt's das auch 1:1 in der OpenSense. Das findet man einfach hier unter Reporting und dann unter Health. Das ist zwar hier alles immer ein bisschen anders, ne? Wie gesagt, die Daten sind eigentlich dieselben, ne? Weil das basiert alles auf demselben Scheiß, also, aber es sieht immer ein bisschen anders aus. Genau, also auch hier kann ich genau dasselbe sagen, ich kann sagen, Traffic, zeig mir das bitte auf dem Warninterface an, hier werden wir jetzt nicht viel sehen, ne? Ihr seht, das ist jetzt nicht gerade viel, aber es purzeln hier dieselben Daten raus. Aber die OpenSense hat NetFlow mit da drin. Ich bin jetzt kein Spezialist, was NetFlow geht. Ich habe auch hier NetFlow gar nicht erst irgendwie konfiguriert momentan. Ich kann euch lediglich sagen, mit NetFlow könnte man sich hier im Insight viel tiefere Daten anschauen. Viel tiefere Daten wahrscheinlich fürs Interface, wie viele Pakete und wie viele Verbindungstypen und. In den Versteckten findet man in der PFSense das auch, aber hier wird es halt eben deutlich aufgearbeitet. Was beide trotzdem wiederum mitbringen, ist ein ganz normales Monitoring über eine externe Software, also beispielsweise Daten mittels Telegraph raus bei einer Grafana anzeigen lassen. Allerdings, ich vermute trotzdem, dass man hier mit NetFlow und dem Insight trotzdem deutlich filigranere Daten rauskriegen kann. Deswegen muss ich trotzdem hier sagen, geht das Thema Monitoring an die OpenSense. Ja. Als nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, es gibt eine Two-Factor-Authentifizierung bei OpenSense. Wenn ich hier unter System Access Benutzer gehe und einfach den Benutzer editiere, ich glaube, ich werde wieder das Problem haben, dass ihr das nicht seht. Genau, es steht hier ganz unten, gibt's den OTP-Seed. Damit kann ich dann mit dem Google Authenticator, den ich mir einfach auf meinem Smartphone installiere, den Key oder beziehungsweise den Access-Key hier eintragen. Und dann bekomme ich wirklich bei meiner Abfrage im Login auf die OpenSense die Abfrage gleichzeitig, gib mir doch bitte jetzt deinen momentan gültigen Key ein aus deiner Google Authenticator App. Das funktioniert hier auch. Was kann die PFSense? Das kann die leider nicht. Ob ich das jetzt brauche bei mir zu Hause? Ich bezweifle es. Ich brauche es jetzt nicht zwingend. Aber gut, es gibt den Use Case. Es gibt die Firmen, die sowas gerne haben, die auch sowas gerne nutzen. Der Use Case bei der OpenSense wäre dann einfach da. Nächster Punkt ist der integrierte Proxy-Server in OpenSense. Gerade für zu Hause oder in meinen kleinen Testumgebungen oder auch im kleinen Unternehmen oder im mittelgroßen Unternehmen kann sowas irgendwie sinnvoll sein. Weil es kann immer sinnvoll sein. Es gibt immer Systeme, die nicht direkt im Internet stehen sollten, sondern die vielleicht direkt einen Proxy-Server benutzen. Und da bringt einfach OpenSense das direkt als Funktionalität onboard direkt mit. Und auch direkt so mit, wie man es braucht. Aber auch sowas wie Forward Proxy, Autoconfig und ist direkt mit dabei. Bei der PFSense kann ich mir ein Squid hier über System Package Manager, Available Packages. Ich kann auch oben einfach suchen. Ich glaube, das wäre einfacher. Squid. Kann ich mir ein Squid hier im Endeffekt nachinstallieren. Und den genauso konfigurieren im Endeffekt. Aber wie gesagt, bei der OpenSense ist es direkt mit dabei. Die erkennen den Use Case, ne, dass es halt eben sinnvoll ist. So, ich muss mal eben auf meine Liste schauen. Genau, also erstmal der Punkt jetzt mit dem Webproxy geht natürlich irgendwie wieder an die OpenSense, obwohl die PFSense eigentlich das genauso kann, nur es muss eben nachinstalliert werden. Ja, dann vielleicht eines der wichtigsten Fragen überhaupt. Wie sieht's denn mit der Performance aus? Auch da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, selbst probiert in meinen Umgebungen sowieso. Und ich kann euch beiderlei bestätigen. Selbst meine Erfahrung und selbst die Erfahrung, die ich mittels dem Herrn Google mache, die Performance ist gleich. Da einfach wirklich das Grundkonstrukt untenrum in der PFSense, in der OpenSense sozusagen untenrum gleiches, ne? OpenSense ist quasi vom Hauptsystem nur ein Fork, sind die wirklich gleich. Ich habe mehrere Seiten gefunden, die auch wirklich Performance-Tests gemacht haben und die waren wirklich in der Performance annähernd gleich. Also wir reden da über Megabytes, die auseinander sind, also vielleicht 2 oder so. Also dann war es mit Sicherheit die Laborbedingung, die natürlich nicht geradlinig gleich ist. Deswegen können wir einfach beiden einen Punkt geben, damit wir einfach behaupten können, beide sind performant. Ganz einfach. Ja,
Dann kommen wir eigentlich zu meinem großen Punkt, den ich irgendwie aus der Community her, ich persönlich, nicht bestätigt bekomme. Ich in meinem Video gebe für das Thema der PFSense ganz klar den Punkt und das ist für mich die Übersichtlichkeit. Ja, viele sagen immer, die OpenSense hat dieses, wie heißt das denn, Bootstrap-Design oder sowas, was halt heutzutage der Standard ist, dass man dieses Menü auf der linken Seite hat, das einklappen kann, aber trotzdem diese Menüführung hier mit der Benamung, die ist für mich nicht ganz schlüssig. Da kommt da nicht alles so bei raus, wie ich das gerne hätte. Bei der PFSense ist zwar das alte Modell mit der Leiste oben an der Bildschirmkante, aber trotzdem ist das für mich hier schlüssig. Hier habe ich Diagnosesachen, hier kann ich mir von allen möglichen den Status reinpfeifen, hier kann ich meine Services, hier habe ich meine Firewall, also dass ich die wirklich einstellen kann. Das geht da in dieselbe Richtung, aber trotzdem ist das für mich unübersichtlicher, muss ich ganz klar sagen. Und trotzdem, oh gut, ich habe mich auch vielleicht zu sehr daran gewöhnt im Endeffekt an die PFSense. Das lassen wir mal daher stehen. Aber trotzdem, Punkt von meiner Seite für die PFSense. Das waren eigentlich so die Kernthemen, die sich von OpenSense oder von der PFSense zu OpenSense im Endeffekt unterscheiden. Vielleicht jetzt nochmal ein paar grundsätzliche Sachen. Was heißt grundsätzliche Sachen? Warum ist die PFSense vielleicht ein bisschen bekannter als die OpenSense? Natürlich, ich habe ganz am Anfang des Videos gesagt, PFSense NetGate gibt es seit 12 Jahren, 13 Jahren. Ich weiß nicht, seit wann genau, aber so in der Richtung oder so lange gibt es das ganze Thema schon. Und OpenSense irgendwo, 2 Jahre, 3 Jahre. Und ja, da ist natürlich klar, dass die Community, der Bekanntheitsgrad einfach noch nicht so groß ist wie bei der PFSense, aber so ist das eben. Ansonsten vom Doing her unterscheiden die beide sich nicht. Wie gesagt, meine Gefühlslage sagt einfach nur, ich komme als Admin mit der PFSense besser zurecht. Sie sieht, optisch ist mir halt eigentlich fast egal im Endeffekt, aber ich finde mich einfach schneller zurecht. Ich weiß einfach schneller, wo ich was finde. Ich weiß einfach deutlicher von der Optik her, wo ich klicken muss. Und ich finde auch, dass die ganzen Anzeigen in der PFSense, die Beschreibungen von den einzelnen Feldlein, die sind halt eben immer sofort da. Bei einer OpenSense muss ich die erst aufklappen, finde ich sozusagen, ich persönlich, besser. Genau. Trotzdem, von der Applikationssicht her gesehen, von unserem Vergleich OpenSense versus PFSense, hat selbstverständlich die PFSense mit ihren Funktionen, die jetzt durch die Jahre hinweg, die dort Entwicklungsarbeit reingesteckt worden sind, einen deutlichen Vorteil. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn der Otto-Normalbürger eine Firewall bei sich zu Hause einsetzen möchte, der vielleicht auch nicht ganz so visiert ist, um Gottes Willen, ne? Jeder hat klein angefangen, dann kann ich glaube ich sagen, dass die OpenSense wahrscheinlich schöner ist, weil man da auf dem deutschen Markt auch die Community besser fragen kann und auch besser googeln kann. Auf der anderen Seite bei der PFSense, über die Jahre hinweg sind im Internet auch so viele Fragen entstanden, Foreneinträge, wie mache ich dies, Blog-Einträge, wie realisiere ich auf der PFSense jenes. Also ihr seht, man kann das beides sehen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Theoretisch gibt es keinen Gewinner. Mein Gewinner aus dem Herzen ist einfach die PFSense, auch wenn es nicht auf dem Blatt Papier soweit nicht stimmen sollte, aber ja. Meine Meinung, meine Entscheidung, wie auch immer. Damit belassen wir es auch. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und wir sehen uns ja, im nächsten Video. Ciao!